Good morning, this is the 456 Heavy, 25 left. Sounds of 456 Heavy, on ATR, wind 26010, runway 25 left, clear to land. 456, clear to land, 25 left. Herzlich willkommen zum dritten Part der Adventsreihe sozusagen. Ich sag immer viel zu oft sozusagen. Naja, wir stehen immer noch auf dem Rollfeld, da haben wir letzte Woche aufgehört. Wir sind bereit zum Rollen. Wir lösen jetzt unsere Parkbremse. Drücken noch einmal auf B, um unseren, wie nennt man es, unser Geschwindigkeitsmesser richtig einzustellen. Bei uns ist alles auf grün, dann können wir jetzt die Schubhebel nach vorne schieben und Gas geben. So, wir müssen jetzt nach links drehen. Ich hoffe, es funktioniert überhaupt alles. Jetzt ist das etwas blöd. Jumbo. So. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Wir müssen eigentlich ganz geradeaus. Press pedal. Check zero. Max. Oh, es checkt. Wartet kurz. Das müssen wir jetzt noch schnell machen. Unsere Take-off-Dates. Set. Ah, das macht er. Das ist sehr gut. Set. Das finde ich gut gemacht. Check. Set. Gut, und das war's dann auch schon. Wir müssen jetzt zu unserem Holding Point und der ist in 4500 Fuß. Jetzt kann ich euch, weil es hier gerade eh nur geradeaus geht, kann ich euch hier kurz noch was noch zum Dingen sagen. Wir nehmen zum Schubhebel. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Ja. Wir sehen, wo wir langfahren. Wir haben hier neben sozusagen drei Modes. Den Climb Mode, den Flex Mode, glaube ich, heißt der. Und ich habe überhaupt mein Ding jetzt geantwortet, mal kurz. Okay, ja, den Flex Mode und den Toga Mode, den Takeoff Go Around Mode. Der aktiviert einfach nur den automatischen Schub und deaktiviert den Flex. Ja, ich muss kurz gucken, wo wir lang müssen. Wir ein bisschen Gas geben. Approaching 1-0. Gut, das ist der RAAS, der auch noch mitgeliefert wird zu dem Add-on. Ja, wir müssen hier einfach geradeaus und dann müssen wir hier, soweit ich weiß, rechts rum. Ah ne, ist doch okay, ich nicht so. Gut, ja, wir schieben den dann gleich auf TO. Das heißt, der geht dann auf Toga. Man hört auch immer, wenn ich den Schubhebel jetzt in Leerlauf ziehe, dass es da so ein bisschen klickt. Das ist richtig so. Das zeigt einfach nur, dass er in den gewünschten Modus zurückgeht, und zwar auf Leerlauf. Dann können wir hier nehmen mit einem Rechtsklick, einem Linksklick, tut mir leid. Das Heading einstellen, und zwar so, dass er es automatisch verfolgt. So, sehr schön. Ah, wir müssen auf die 1.6, doch. Sehr schön. Habe ich doch richtig eingestellt. Also links hoch. Die Speeds setzen wir auf 210, 220. Einmal 220. So, sehr schön. Wir nehmen, haben wir da unser Druckmesser sozusagen. Das steht im Moment auf 1013 Hektopascal, soweit ich das sehen kann. Damit wird einfach nur der Luftdruck und damit auch die Höhe eingestellt. Das heißt, wenn ich damit jetzt runtergehe oder halt hoch, dann verändert sich eben auch die Höhe. Das ist halt für verschiedene Luftdrucks.
wirklich wichtig. Und dann kann man den hier noch auf Standard ziehen und über einer bestimmten Transition Altitude wird der Luftdruck dann überall auf der gleichen Welt gleich gemessen, damit nicht verschiedene Flugzeuge aus verschiedenen Städten unterschiedliche Druck drauf haben. Schalten wir den. Das ist schon gemacht. Die neben das Terrain Navigation Display funktioniert im Moment nicht. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch eingestellt. Und unser Polling Point ist 1400 Fuß. So, wir schalten wieder in den Modus zurück. Runway 16 ist halt in Zürich eigentlich die Hauptbahn, wo alles irgendwie drüber geleitet wird. Zur Not auch noch die 14 oder halt die umgedrehten Bahnen davon. Hier sehen wir jetzt links ein Durchschnittmanöver, weil FSX das teilweise nicht so gut macht, dass die viel zu dicht aneinander sind. Der nächste wird jetzt auch noch durchstarten müssen. So, und wir sehen jetzt auf unserem Navigation Display hier unten, bringt schon die Bahn. Und wenn wir jetzt gleich unser TCAS anmachen, dann können wir sogar die anderen Flugzeuge darauf noch erkennen. Wird jetzt im Moment am Boden nicht gemacht, weil sonst würden wir nicht andauernd irgendwelche Warnungen bekommen. So, 200 Fuß noch. Flight attendants, please prepare for takeoff. Schalt automatisch die Checkliste. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Checked. Are off. Engine mode selector. Check normal. Da schaltet es jetzt an. TA and RA till above. Exterior lights. Set on. Lighting cables. Stowed. So. Sehr schön. Die brauchen immer so ewig, bis sie von der Landebahn runter sind. Jedenfalls sieht man jetzt hier von der Unterkante der Flügel, wir haben unsere Strobe Lights an. Hier sieht man nochmal die drei Modi, Climb, Flags und Tour. Jetzt habe ich etwas viel Gas gegeben, jetzt kann ich Framerate etwas machen. Ich das eigentlich haben wollte. Gas runter. Approaching 1-6. Manchmal nervt dieses Gas-System etwas. So, wir machen unsere Bremse rein. Gesetzt, Gesundheit, lieber Co-Pilot. Da irgendwas von rechts noch angeflogen kommt, sieht nicht so aus. So, wir haben alles auf grün. All green, flaps 1 plus F. Und dann können wir auch den gleich starten. Der macht direkt Takeoff. Dann können wir direkt los. So, alles ist gut. Wir werden jetzt trotzdem immer vor dem Start anhalten. Außer ich gehe so schlecht auf die Startbahn, dass wir direkt starten müssen. Wir sehen jetzt hier neben noch, ich will das die ganze Zeit mit dem Finger anzeigen, sehen wir auf wie viel Prozent wir im Climb-Modus, also im Steigflug-Modus gehen. Das wird ja auch automatisch machen. Das ist anders als in dem Bodenflugzeug, wo man das noch regeln muss.
On runway 16. Okay, wir sind bereit. So, dann fahren wir die Triebwerke jetzt etwas hoch. 50% ungefähr, gucken, ob die auch gleich schon sich hochfahren. Okay, let's go. Take off. Jetzt gehen wir in den Man Toga. Let's go. Check. Gear up. So, und wir steigen jetzt auf ungefähr 1500 Fuß über Grund und gehen dann in unseren kleinen Bus. Das Fadenkreuz immer so ungefähr auf Traffic, Traffic. Ja. Climb, climb. Wir steigen uns wieder den, immer ungefähr auf die Höhe, wo ich das jetzt auch habe. Clear of conflict. Climb thrust. Speed und auf 10 Knoten runterfahren. Wir gehen jetzt in die Linkskurve. Und wir können flaps up. Autopilot is on. So, Autopilot. After takeoff checklist. Check normal. Disarmed. Check retracted. Gear up, lights off. Set off. Both on. Are off. Checked. 1 0 1 3. 1 0 1 3. Ja, ich habe jetzt eben hier neben die Geschwindigkeit noch auf automatisch gestellt, dass der Airbus das regeln soll. So, jetzt steht hier oben Climb to Cruise Level und das werden wir heute noch machen und dann geht es auch schon weiter in der nächsten Folge wahrscheinlich. So, wir sehen da jetzt 7000 Fuß, wir gehen jetzt hoch auf 16.000. Barrel Reference Set, Cross-Check. So, Transition Altitude, wir gehen jetzt hier neben auf die Standardeinstellung 1013. So, und steigen auf Flight Level 160. Ich lege jetzt schon meinen Joystick wieder zur Seite und gehe wieder auf Maus und Tastatur. So. Müsste ich aber nochmal schnell gucken auf der Init-Page. Ja, 160. So. Ja, wir nehmen jetzt mit 7 Frames, so. Ich hoffe, das laggt euch jetzt nicht zu sehr. Ich muss da auf jeden Fall nochmal was machen. Dass das nicht so doll laggt während der Aufnahme. Da müssen noch ein paar Tests gemacht werden, vor allem auch für die nächsten Folgen von Flyaway, weil die dann ja auch über FSX aufnehmen werden sollen. So, dann unser nächster Punkt hier in weiß, Kolul. Und wir machen jetzt unsere Geschwindigkeit auf 250. Oh, 10.000. Wir dürfen jetzt auch über 10.000 Fuß hoch. Unsere Lichter schalten wir jetzt aus. Sehr schön. Und die Seatbelt-Zeit sind auch off. Ja, doch off. So. Und wir werden jetzt einmal die Alpen überfliegen. Ich werde jetzt mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Wir werden hier bei diesem blauen Pfeil unsere Reiseflughöhe erreichen. Ich nur weiter rausgehe.
Problemen bei dem weißen Pfeil werden wir das Reiseflughöhe wieder verlassen. Ich werde euch jetzt auch gleich noch zeigen, wie man einen Direct fliegt. Wir werden jetzt gleich von der ZH525 einen direkten Kurs fliegen. Dazu gehen wir hier neben auf DIR und gehen auf Direct Romgar. Dann wird das hier neben schon eingefügt. Wir klicken auf Insert. Direct Romgar, Degas, Direct Rom. So, und hier auf Insert. Alles, was in Orange ist, ist noch nicht wirklich eingespeichert. Sobald es grün oder weiß ist, ist es richtig. T/C heißt Top of Climb, also wo wir unsere Reiseflughöhe erreichen werden. Und T/D ist Top of Descent, wo wir unseren Sinkflug kriegen werden. Neben dem Bodensee, den wir jetzt auch überfliegen werden. So, wir gehen jetzt langsam in den. Boah, hier geht es langsam in den Normalflug über, in den Reiseflug. So, sobald wir dann unsere Reiseflughöhe erreicht haben und die Checks durchgeführt sind, machen wir dann auch Pause. Und der Rest ist dann fürs nächste Mal. Ich lasse euch jetzt einfach mal die Aussicht etwas genießen, hier rechts in den Alpen. Können wir ja kurz von rechts mal gucken. So, jetzt geht's in die Reiseflug. Er stellt hier schon um auf ALTs Sternchen. Und gibt uns jetzt gleich unsere CRZ-Altitude an. Sobald wir 16.000 Fuß erreicht haben. Da haben wir's. Das Neue wird immer in weiß gebrandet, damit ihr jetzt, dass etwas geändert wurde. Sehr schön. 16.000 Fuß erreicht. Co-Pilotin hat ihren Tisch ausgefahren. Und ich sag jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann den Sinkflug und dann auch zur Landung ansetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tower, good morning. This is the 456 Heavy 256. Sound the 456 Heavy on Eternity. Wind 26010, runway 25 left, clear to left. 456, clear to left, 25 left.